Willkommen zurück bei Minecraft. Ja, ihr fragt euch, wieso ich jetzt gerade hinter dieser komischen Wand hier stehe. Ihr hört ja auch schon, was da abgeht. Ich zeige euch das mal eben. Der Grund. Du hast doch irgendein Problem, Junge. Mit dem ist doch nicht mehr alles in Ordnung. Da habt ihr es gesehen. Das war ein Werwolf. Eine rasante Jagd durch diese Höhle hier. Wir haben eine schöne Schlucht in der Main. Psst. Psst. Ich gehe jetzt erstmal woanders hin. Der ist mir viel zu laut. Sei doch mal leise jetzt. Meine Güte, schreit er mir jetzt ins Ohr, ey. Ja, wir wissen, dass du da bist. Gott, wenn noch nicht mal hier 20 Meter dicke Betonwände oder Steinwände den abhalten können. Weiß ich auch nicht mehr, was den noch bremst. Den Jungen. Ihr seht wahrscheinlich wieder gar nichts. Entschuldigung, ich mache euch mal Licht an. Ist da wohl ein bisschen besser. Weißt du was, Junge? Ich mauere dich jetzt ein. So, der Grund des Ganzen, der liegt eigentlich hinter diesen dicken Betonwänden da. Wir haben eben angefangen zusammen zu spielen. Der ist immer noch so laut, das gibt es nicht. Ich muss mal eben gucken, dass ich jetzt eine neue Spitzhacke hingezimmert bekomme. Eben kurz das Headset verrutscht. Ich mache euch hinterher wieder eine Playlist drüber. Ich hatte eben... Mein Gott, bitte sei doch mal etwas leiser, Hund. Die gehen mir auch über auf den Keks. Eigentlich habe ich die ausgestellt. Und es gibt da doch so eine Option. Und zwar, wenn man F6 drückt. Ich zeige euch das mal eben. F6. So, jetzt haben wir hier die General Settings, Custom Spawner, bla bla bla. Alles diese ganzen... More Creatures gedönt so und so. Wenn man dann auf Mobs geht und dann auf More Creatures, dann hat man hier den Werwolf, ja? Ihr seht das. Can spawn true. Das habe ich auf false gestellt eigentlich. Ich weiß nicht, wieso das wieder auf true steht. Hier, false. Der sollte jetzt eigentlich nicht spawnen. Genau wie der Ogre und Golem, Mini-Golem. Die hatte ich eigentlich alle auf false gestellt. Psst. So, jetzt ist, glaube ich, endlich Ruhe hier. Ich hatte in der letzten Aufnahme eigentlich schon ein bisschen erzählt, was ich alles so... Ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. Ich erzähle jetzt erstmal nochmal ganz kurz. Ich hatte ja bei Weihnachten das Weihnachtsspecial gemacht und so. Leider habe ich die Map irgendwie ein bisschen verhauen. Ich habe den Spawnpunkt nicht richtig erwischt. Und dann bin ich einfach kreuz und quer durch die Map durchgerannt. Das war ein kleines Weihnachtsspecial, weil ich sowieso am Abend auch keine Zeit mehr hatte. Ich musste dann weg, um Weihnachten wirklich mit meiner Familie zu feiern. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, denn die Santas Workshop Map war ja jetzt nicht so der absolute Hammer. Nur, das sollte einfach mal ein paar Grüße an euch sein, dass ihr schöne Weihnachten feiert. Ja, an zweiter Stelle gibt es dann noch die Playlist von Battlefield 4 und Bioshock Infinite und Darksiders 1. Das sind drei Spiele, die ich auf meinem Kanal offen habe. Finde ich sehr scheiße, ich weiß. Ich werde Battlefield 4 und Bioshock Infinite beenden. Die werden nicht weitergehen, da das sowieso eigentlich von euch keiner sehen will. Und dann habe ich noch ein anderes Spiel, was ich, denke ich mal, morgen mit anfangen werde, wenn ich es dann morgen besorgt bekomme, dieses Spiel. Dann werde ich damit morgen auf YouTube anfangen. Oh, diese Ratten und diese... Ich mache die mal eben aus. Die gehen mir echt total auf den Keks heute. Heute läuft die auch alles schief. Ich hatte eben schon zweimal vorher aufgenommen. Jetzt ist die immer noch da. Ich hatte eben schon zweimal aufgenommen. Und zwar einmal mit Playlist. Dann einmal mit Playlist ein bisschen leiser. Und beides Mal war wieder viel zu laut. Ich muss die Playlist jetzt immer hinten mit reinschneiden. Und damit das ganze Gedudel jetzt hier nicht... von mir 100 Millionen Jahre weitergeht. Wir sind in der Höhle schon ein bisschen weitergekommen in den letzten paar Folgen. Wir haben hier nur ein bisschen Eisen abgesahnt, ein bisschen Kohle. Eine coole Schlucht haben wir gefunden, die müssen wir aber noch zusammen erkunden. Da war ich auch noch nicht unten. Ich lösche die beiden Folgen davor jetzt nochmal. Die kann man echt nicht benutzen. Die Playlist ist viel zu laut. Dann die ganzen Werwölfe rennen mir hinterher und keine Ahnung. Ist eigentlich eine coole Action-Folge gewesen, aber wir werden hier noch viel, viel mehr Monster sehen und ich würde gerne wieder hier raus. Ich gehe jetzt mal einfach wieder zurück. Jetzt muss ich mich selbst wieder ausmauern hier, das gibt's doch nicht. Was eine spannende Folge, ehrlich, ey. Ich wollte euch hier mal ein bisschen Action heute bieten mit einer coolen Nachtplaylist. Ach, diese Nachtplaylist, da so Techno-Musik innen drin, die kein Mensch hören will. Wie voll das laute Gedudel ging da ab. So, jetzt sind wir wieder zurück. Der blöde Werwolf ist jetzt weg. Die kann man auch nicht töten ohne Goldschwert. Weißt du, du rennst den hinterher, schlägst die da 100 Mal mit deinem Eisenschwert, nichts passiert. So, hier ist jetzt die Schlucht, da wollten wir irgendwie runter. Ich weiß noch nicht, wie wir da runterkommen sollen. Da habe ich wirklich absolut null Plan gerade.
ein paar Pilze eingesammelt. Ihr könnt das ja auch schon sehen. 25 Eisen. Wow, wie gravierend. Ein bisschen Kohle haben wir auch noch mitgenommen. Das hing hier so in der Gegend rum. Hier ist ja auch überall irgendwas. Da oben hängt noch ein bisschen was. So, dann gehen wir nochmal eben da hinten hin. Und wir machen jetzt gleich sofort auch wieder die Monster an. Kein Ding, die möchte ich auf jeden Fall wieder anhaben. Da muss ich die Playlist wieder im Hintergrund wieder irgendwie aufnehmen und dann wieder drüber spielen. Das ist ein bisschen stressig. Ich habe die ja nicht auf meinem Computer, sondern ich gehe mal auf YouTube, nehme das dann auf per Bildschirmaufnahme, die Playlist, und unterlege die dann unter das Video. Macht die ein bisschen leise, sodass es optimal ist für euch. Wie ihr das auch schon in den letzten Folgen gesehen habt. Ja, ich finde es nur halt ein bisschen doof, dass ich die nicht gleichzeitig mitlaufen lassen kann, weil entweder kommt dann immer Werbung auf YouTube, die Leute schalten dann auf der blöden Playlist, die sowieso in der Playlist ist, ja, man hört es hintereinander durch, und wenn dann dazwischen immer Werbung losgeht, ich kann die in der Aufnahme ja nicht beenden, wie soll ich das machen? Ich komme jetzt hier nicht in Google Chrome rein, ich spiele ja über Vollbild, viel zu dunkel hier wieder, ich weiß. Ja, ist es wirklich nicht einfach, muss man ja schon zugeben, selbst für Minecraft-Verhältnisse muss ich hier wirklich viel arbeiten. Wenn ich, sage ich mal, 40 Minuten am Stück aufnehme, dann muss ich auch 40 Minuten am Stück irgendeine Playlist finden, die zu lange geht und die auch gute Lieder beinhaltet und nicht so eine Techno-Musik, wie da eben gelaufen ist. Das geht gar nicht. Da haben sie Portal-Musik mit reingemacht. Ja, Musik von dem Game Portal, ey, das hat überhaupt nicht gepasst. Das ging mir hinterher total auf den Keks, das ganze Gedüdel da. Naja, schade, dass die beiden, Wege in die Höhle jetzt leider weg sind, aber ist ja nicht so schlimm. Ihr wisst ja, welche Höhle das ist. Ihr habt es ja in der letzten Folge gesehen, wo wir hier aufgehört haben. Die Aufnahme nehme ich jetzt hier auf jeden Fall. Komme, was da will. Wenn jetzt nochmal irgendwas dazwischen kommt, dann schneide ich das einfach raus. Dann habt ihr kurz einen Moment Stille in dem Video. Ist mir sowas von egal. Langsam nervt's. Immer kommt irgendwas dazwischen. Ey, du willst hier mal in Ruhe aufnehmen, denkst du dir, yo, heute hast du ein bisschen mehr Ruhe, kannst ein bisschen mehr aufnehmen, dann kommt wieder irgendwas. Würde mich nicht jetzt wundern, wenn die jetzt hier wieder nebenan anfangen rumzubohren oder so. Mitten in meinen Aufnahmen immer. Gestern konnte ich gar nicht aufnehmen, gestern war ich den ganzen Tag unterwegs. Okay, das kann man ja vielleicht auch verstehen, erster Weihnachtsfeiertag und so. Da seid ihr ja alle weg gewesen und ich habe auch gesehen, dass an Weihnachten kaum Leute irgendwas gemacht haben auf YouTube. Wirklich keiner war online. Ich war dann abends noch online, so gegen 11, 12 Uhr. Später, als dann Weihnachten vorbei war. Da war ich dann noch online und dann habe ich auch wirklich gesehen, dass die meisten von euch haben nur ein kurzes Video hochgeladen, das frohe Weihnachten zu wünschen, so wie das eigentlich jeder gemacht hat. Ich habe das ja auch extra so gemacht. Das finde ich ist sehr wichtig, um den Leuten dann noch ein bisschen schöne Weihnachtsfeiertage zu wünschen auf YouTube. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht so die Fanbase an Zuschauern, aber die paar, die da mit mir zugeguckt haben, die fanden das dann auch schon ganz nett. Und ich fand, das muss man einfach machen. Gut, ich weiß nicht mehr, wo wir hier sind. Ich habe mich jetzt wieder total verlaufen. Wir machen jetzt sofort die Monster wieder an. Und dann versuchen wir mal da runter zu kommen. Ich mache jetzt mal eben hier. Das soll ich nicht an der Ecke machen eigentlich. Options, Peaceful. Da gehen wir auf Easy. Wir gehen jetzt einfach auf Easy. Denn diese ganzen Werwölfe und keine Ahnung, geht mir total auf den Keks hier. So, jetzt dauert das natürlich, bis das die erstmal wieder spawnen. Haben wir nur ein Momentchen Zeit. Ich weiß nicht, sollen wir uns einen Wandweg darunter machen? Müssen wir ja, oder? Dann machen wir das aber hier drüben. Na, hier? Ja, eigentlich wollte ich das hier machen. Und ich habe auch in den letzten Folgen gesagt, dass ich finde, dass die Ressourcen von diesem Spiel schneller kaputt gehen als sonst. Also heißt, wir brauchen schneller was zu essen, wenn man sich jetzt mit Brot hier ernährt. Das Brot hält circa 2 Minuten. Danach braucht man wieder was Neues. Ah, jetzt wollte ich doch gar keine 20 da reinhauen. Ich wollte eine Reihe machen, hallo? Das müssen wir eigentlich hier auch in der Höhle mal schmelzen. Das ist sehr doof, das Eisen da, das geht mir ziemlich auf den Keks, dass wir das jetzt hier nicht geschmolzen kriegen. Wir sollten uns einen Ofen machen und die hier wollte ich eigentlich auch wieder mitnehmen. Jetzt renne ich hier mit Rottenflash rum, ich will das nicht. Auch genau wie dieses, Gunpowder, ja, genau wie Gunpowder La Flins, man, ich will die nicht, lass mich in Ruhe damit. So, tschüss, nimm das weg. So, jetzt ist es weg. So, jetzt gucken wir mal, dass wir uns darunter bewegen, irgendwie. Ich würde sagen, hier entlang. Das dauert jetzt ein bisschen. Machen wir uns ein Treppchen hin und auf dem Weg finden wir noch ein bisschen Kohle. Klar, warum nicht? Können wir direkt mitnehmen. Alles easy. Hier haben wir noch eine Fackel hin, damit ihr wieder was sehen könnt. Ich habe da einen anderen Shader drauf. Habe ich, glaube ich, eben auch schon mal gesagt. Ich weiß nicht, wie viel der Aufnahme das jetzt schon wieder hier ist. Dritte oder so.
Jetzt hört man im Hintergrund ein wunderbares Propellerflugzeug, was über mein Haus rüber düst. Natürlich wieder in meiner Aufnahme. Muss ja wieder sein, das hört ihr jetzt wahrscheinlich. Da kann ich jetzt aber leider nichts dagegen machen. Ja, mach deine Rundflüge hier, wenn ich aufnehmen will. Ist kein Ding. So, hier kommen wir nicht weiter runter. Oh Gott, ey, ich kann nicht mehr, echt nicht. Gleich kriege ich den totalen Lachkrampf hier. Heute geht echt alles schief. Ja, jetzt geht das auch noch kaputt. So, was war da unten jetzt? Können wir jetzt hier runter? Wir können jetzt theoretisch hier runter, aber wir wollen auch eigentlich wieder rauf, oder? Da drüben steht schon so ein Creeper und so eine komische Ratte. Jetzt habe ich die Werwölfe endlich mal ausgestellt. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht schon wieder. Das nervt. Komm, wir machen das jetzt einfach so und das sieht mich jetzt nicht. Ihr merkt schon, ich habe heute eine etwas andere Laune als sonst. Ist ein bisschen stressig. Da steht schon wieder einer. Ich habe dich doch ausgestellt, Kollege. Hier. Stirb als Mensch. So, jetzt mache ich mir eben hier schnell mal ein paar von den Dingern da. Das reicht auch schon. Und dann hauen wir nochmal eben hier 44 Fackeln davon raus. Da kriegt man ja Gott sei Dank immer sehr viele. Fackeln sind hier sehr, sehr wichtig. Sonst seht ihr nämlich gar nichts, habe ich gesehen. Wieder richtig cool von YouTube, dass sie die Helligkeit immer so runterschrauben. So, das nehmen wir mit. Deswegen sind wir ja hier. Wir wollten ja eigentlich nur noch Eisen sammeln, um dann auch tatsächlich mal auszuprobieren, ob wir denn da oben eine gute Erntemaschine hinzimmern können. In unserer richtigen Welt. Da oben gehe ich jetzt nicht hin, das ist mir zu doof. Ich wollte eigentlich hier in die Schlucht gehen. Oh, jetzt ist die doch noch so tief. Was ist denn das da unten? Ist das Wasser? Hier, warum ist denn das grün? Aua, was denn jetzt? Ach, der ist schon wieder, ey. Das ist doch unglaublich. Also ich finde die Nerven, die sind ja ganz witzig und so, aber da noch nicht in so vielen, die sind ja überall. Wirklich, da hatte ich da eben von diesen komischen Mini-Golems, hatte ich... Eieiei, jetzt werde ich auch noch beschossen. Hilfe. Ja, ich gehe wieder, tschüss. Da hatte ich eben 3 Mini-Golems hier, hinter mir irgendwie, die mich beworfen haben. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt müssen wir mal wieder... Wir müssen uns wahrscheinlich mit gebratenen Kartoffeln weiter ernähren in diesem Spiel, denn die halten länger als Brot. Brot hält wirklich überhaupt nicht mehr. Obwohl es ja ein bisschen realistischer, wenn man einen Toast isst oder wenn man eher hier irgendwie... Okay, das ist ja kein Toast, das ist ja ein ganzes Brot. Kennt ihr diese großen Brote, die man beim Bäcker kaufen kann? Eher so eins ist das. Da drüben ist ein Oger, oh nein. Ein Oger und wieder so ein... Was ist das? Was hüpft da rum? Wieder irgendwas, was mich kann ich das nicht hinhängen? Irgendwas, was mich wieder bewerfen will. Da kommen wir runter, aber da unten steht auch der nette Herr. Von nebenan! Nimm das! Aua! Hier, komm! Junge, lass mich in Ruhe. Da drüben, man sieht's ja. Ich kann es leider euch nicht näher zeigen, hab keinen Optifine mehr drin. Es geht ja natürlich nicht. Optifine und Optifine war immer sehr gut. Ich verstehe die auch nicht, wieso die das geändert haben. Aua! Hör mal auf, mich hier abzu. Boah, was ist das denn? Habt ihr das gerade gehört? Was ist denn das? Hallo? Nachbar? Sind Sie es? Oh, ach so. Ja, das ist ganz normal, dass der da ist. Eieieiei, schieß mich auch noch in die Richtung. Dankeschön. Nett von dir. Ja, dem bringe ich keine Kekse mehr rüber. Boah, wie soll man den denn plätten? Den kann man doch gar nicht plätten, oder? Eieieiei. Boah, da haut da hier unten alles klein und kreuz und quer. Da drüben ist noch so einer. Und hier werfen die wieder mit irgendwelchen Dingen. Oh, ja, komm, renn mal da runter. Ist der jetzt tatsächlich da runtergesprungen? Ist der doof? Den kriegen wir nicht klein. Vor allem nicht mit dem netten Schwert, was wir hier haben. Komm, wir machen das jetzt mal. Haben wir Erde? Bitte haben wir Erde. Nein, aber wir haben Gravel, aber das können wir nicht. Da ist doch Erde. Ich fühle mich gerade sehr unsicher. So. Alle Ruhe jetzt. Ich gehe jetzt hier rein. Nehme mir jetzt hier die blöde Erde und der ist...
laut der ist. Hat der Hunger oder so? Oder warum knurrt sein Magen so doll? Kann man das mal bitte hier unterlassen, die ganzen Störungen immer? So, jetzt gehe ich mir rein. Ihr seht wieder nichts. Ich weiß. Ich weiß es, ich weiß es. Diese Holzschippe, ey. Das... Nein. Oh, grandios. Echt richtig cool. Das ist ein Höhleneingang, den habe ich nur so erwartet. Ich wollte eigentlich mal hier... So, jetzt reicht's aber hier. Einen kleinen Unterschlupf machen. Da können wir uns nämlich mal kurz einen Ofen dahin stellen. Ich hülle das mal ganz ein bisschen aus hier. Natürlich eine ganz tolle Schutzwand von vorne. Aus Erde. Bringt's ja super. Seht ihr wieder gar nichts. Ich sehe selbst nichts. Oh, einfach mal dahin knallen. Drei Fackeln ist mir gerade sowas von Rille. So, jetzt wollte ich die Werkbank einmal haben. Die kommt dann dorthin. Und dann, ne, das ist Gravel. Hier haben wir Steine. Da mache ich mir einmal so einen Ofen. So, da kommt jetzt Kohle rein und das Eisen. Zack. Mach schneller Ofen, los. Der kriegt gleich sowas von ab, der Mann da drüben. Dem hau ich gleich sowas von eins rüber mit dem Schwert, aber nicht mehr mit dem hier. Ich mache mir da ein neues. Wir müssen mal gucken, ob wir genug Eisen haben. 36, 38 Eisen haben wir. Ich weiß nicht, wenn man Schuhe macht, dann macht man die doch so und so. Nee. Wir gehen ja nochmal Schuhe. Wir gehen nochmal... Ich dachte, die gingen so, ne? Genau das hier oben, das ging... Oh, ich muss das ausprobieren. Ich weiß es nicht mehr, wie man sich eine Rüstung macht. Auf jeden Fall brauchen wir eine neue Rüstung. Jui, für den coolen Jedi-Skin, den ich mir gemacht habe. Hier haben wir schon mal 5. Ich glaube, das reicht sogar. Das ist Minecraft. Das, genau, so wann ging nämlich Schuhe. Zack. Einmal Eisenschuhe. Die können wir uns dann, hallo, auch direkt anziehen. Cool. Eisenboots. So, für den Helm, da brauchen wir noch ein bisschen mehr, glaube ich. Da machen wir auch wieder 5 für. Also noch 2. Meiner Meinung nach braucht man dafür 5. Komm schon, mach hinne. Ich will weiterspielen hier. Ich wollte... Eigentlich braucht man das Eisen ja für was anderes, aber naja. So, den Hut. Das kostet sehr viel Eisen. Da müssen wir ein bisschen warten. Gut, wir gehen da mal raus. Der ist immer noch da. Geh doch mal weg jetzt da, bitte. Vor allem, als wenn er wüsste, dass wir hier hinter sind. Junge, mit dir redet keiner hier. Oh, der hat sich selbst eingesperrt. Ha, du bist doof. Ey, der ist echt strohdoof, der Junge. Echt krass. Unglaublich. Gut, ich gehe wieder rein hier. Lass mal das halt offen. Obwohl, dann fühle ich mich nicht sicher, wenn das offen ist. Ja, wenn der da unten sowieso eingesperrt ist und wie so ein Blödmann da unten abhängt, wir brauchen einen Pfeil und Bogen. Eigentlich haben wir natürlich nicht. Der letzte Skeleton-Typ da hat sowas fallen gelassen hier. Hallo, hör doch mal auf mich zu schießen. Oh, da oben ist eine Spinni. Ist ja mal ganz spannend, auch mal gegen so einen Ogre vielleicht zu kämpfen oder so. Das bringt vielleicht noch ein bisschen neuen Wind hier in Minecraft. Immer diese blöden Monster, die nichts können, immer diese Skeletons oder was weiß ich. Meine Skeletons sind ein bisschen anspruchsvoller geworden, sage ich ja selber auch. Was ist denn das? Das wollte ich nicht. So vielleicht, oder? Wie geht denn das? Ach, da haben wir Hosen. Wer heult denn da wieder rum? Wieder ein Werwolf, ich hab euch doch ausge... Hallo? Ja. Ich möchte gerne da lang gehen. Ach, er hier. Na, komm mal her, Junge. Nimm das. Du Viech, ey. Kommt da noch was? Oder war es das jetzt? Ich würde gerne hier mal... wie macht man sich denn das Hemd? Ach, ich glaube, das war alle ausfüllen und dann die beiden oben. Genau. Braucht man da sichtlich mehr Eisen für? Wie viel braucht man denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 haben wir schon mal. Ja, das tut mir leid, dass ihr jetzt hier so lange warten müsst. Oh, hey, guck mal, was ist denn hier? Das Gold, ne? Das ist Gold. Krass. Komm, dann, wir haben ja eh genug. Dann mache ich das mal eben so.
Jetzt haben wir da keine Stickies mehr. Leute, ey. Unglaublich heute. Hallo, hierhin bitte. Danke. So, cool, dass wir das dabei haben. Jetzt können wir mal ein bisschen Gold abholen hier. Nehmen wir das da auch mal mit. Ich sag immer hier. Warum sag ich immer hier? Gold abholen hier. So, ich glaube, wir brauchen noch einen. Ne, zwei noch. Diese Monster. Könnt ihr mal aufhören? Psst. Ist ja gut jetzt, ey. Heult doch nicht alle hier so rum. Ich fange auch gleich an, hier rumzuheulen. So, hoffentlich reicht das jetzt. Es reicht. Gott sei Dank. Es reicht. Mir reicht es auch gleich. Wir müssen mal noch ein neues Schwert machen. Das ist nämlich jetzt kaputt. Die komischen Dinger hier. Silber, Skeleton, Sword. Und das ist ein Iron. Also das ist Silber, das ist Eisen. Alles klar. Deswegen macht das auch nicht so viel Damage. Hier haben wir noch die zwei Dinger da. Dann machen wir uns jetzt ein neues Schwertchen. Und dann wird auch alles gut. Ihr seht schon, ich hab's heute ehrlich hier. Ich bin total verpeilt. Ja, reicht. Oder nein, reicht nicht. Mach weiter. Ofen. So, jetzt können wir uns den mal wappnen hier. Ich mache das jetzt mal eben so, dass ich das da habe. Jetzt mache ich die ganzen Viecher mal tot hier. Komm her, du Vieh. Jetzt hänge ich mir da eine Fackel hin. Ich springe da jetzt noch nicht runter. Ich bin noch nicht wahnsinnig. Ja, ihr mögt kein Licht, ich weiß. Da komme ich aber auch nicht rüber. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich muss doch da runterspringen. Meint ihr nicht, das war's dann, wenn wir da runterspringen? Da hast du viel Eisen. Oh, ich wollte gar nicht. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Boah, Alter. Na okay, so schlimm war der jetzt auch nicht. Ja, danke, dass der Sound endlich mal aufhört. War ja auch nicht, Obsidian. Ach, der droppt Obsidian. Wie cool. Ein Werwolf. Oh nein. Warum sind die denn immer noch da? Was soll ich denn noch tun, damit die nicht mehr spawnen? Oh, er ist zum Mensch geworden. Er ist tatsächlich... Oh, was ist denn das? Das ist Obsidian. Ah, nee, das ist Dings. No! No! Wie heißt denn das? Läppisches Lazuli, genau. Pork, das brauche ich. Dann also Rottenflash mal weg. Schmeiß das mal eben weg hier. Ja, dann würde ich sagen, cutte ich die Folge gleich mal. Wir spielen schon eine ganze Weile, merke ich gerade. Hat ein bisschen länger gedauert mit dem Eisenschmelzen, aber das musste ja sein. Endlich haben wir jetzt eine schöne Rüstung am Start. Jetzt kann ich mal eben wieder gleich mich ganz gediegen hinsetzen und mal schauen, dass ich hier wieder aufgenommen kriege. Pilze braucht kein Mensch, komm weg damit. Was kann man aus den blöden Dingern überhaupt machen? Ich glaube gar nichts, oder? Da unten ist Lava, da will ich am besten nicht reinfallen. So, hier haben wir noch Gold. Goldiges Gold, du kommst mit. Also ich muss schon sagen, ich habe früher nie mit einem normalen Texture-Pack gespielt. Jetzt gefällt mir das richtig gut. Ich muss wirklich sagen, mir macht das mit dem normalen Texture-Pack wirklich richtig Spaß, hier zu spielen. Kein Witz, das macht wirklich richtig Spaß. Weil das ist einfach mal was anderes. So, man sieht nicht mehr Minecraft mit irgendwie immer denselben Texture-Packs. Oder die meisten laden ja immer dasselbe hoch, obwohl das hier sieht man ja sehr oft. Ich muss ja sagen, das... Aua! Ach Junge, hör doch mal auf damit jetzt. Komm hier erstmal eine Kartoffel reinziehen. Gott sei Dank ist jetzt so blöd zum Schießen. So. Ja, rest in peace, mein Freund. Rest in peace. So, ich wollte die Folge beenden. Ich bin hier richtig im Quassel hier gelandet jetzt. Ich, aua, mein Gott. Reicht's jetzt? Komm, dann komm du auch noch her. Du kommst auch noch mit in die Aufnahme. Freust du dich? Boah, ein Golem. Ja gut, dann kommst du halt nicht mit in die Aufnahme. Oder du bist ja schon mit drinne und der Golem ist auch schon mit drinne. Dann beende ich das Ganze jetzt hier. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Minecraft, in einer nächsten Aufnahme. Bis dahin und auf Wiedersehen.